Hallo, moin moin und guten Tag. Ich bin heute mal wieder an der Rutenmühle. Es ist ein ganz normaler Samstag, sind relativ viele Leute da. Drüben ist eine Art Veranstaltung. Hat sich eine Gruppe angemeldet mit 15 Leuten. Hier auf dieser Seite sind, ich glaube, die ersten 12, 13 Plätze oder sowas belegt. Es sind also eine ganze Menge Leute da. Ich werde heute auch nur bis zum Mittag bleiben. Ich will zu Anfang ein bisschen probieren mit einem Durchlaufblinker. Und hinterher muss man dann mal gucken, ob ich dann vielleicht wechsle nochmal auf eine ganz normale geschleppte Montage mit der Pose oder sowas. Das sehen wir dann und das wird sich zeigen im Laufe des Tages. Dranbleiben! Nachdem die Kamera aufgebaut ist, stecke ich morgens als erstes meinen Kescher zusammen und mache anschließend die stille Route fertig. Das ist je nach den Umständen meist eine Oberflächenmontage oder so wie hier eine auftreibende Montage. Danach kümmere ich mich um die aktive Route, in diesem Fall eine relativ schwere Spoon-Route für Durchlaufblinker. Die Rutenmühle ist ja ein relativ großes Gewässer, sind so 2 Hektar, im Schnitt so zwischen 2 Meter und 2,50 Meter tief. Und der Ephesio, das ist der Betreiber hier, macht es dann nicht so, dass an einer Stelle zentral besetzt wird. Das macht er so in der Woche, wenn nur 4, 5 Leute da sind und die sich hier unten mehr konzentriert. Und heute wird das halt so machen, dass er überall besetzt. Das heißt so rund um den See, erst auf der Seite, dann auf dieser Seite. Alle paar Stellen oder alle paar Plätze kommt dann halt ein bisschen Fisch rein, damit sich der Fisch gut verteilt. Das ist eine vernünftige Angelegenheit, damit auch jeder an den Fisch kommen kann und der sich nicht in einer Ecke irgendwo konzentriert. Das ist bei dem voll der Flug, ne? Aber kann ich mit um. Danke. Und den ersten auf dem Durchlaufblinker. Der erste Fisch des Tages auf dem Durchlaufblinker. Ja. Der besetzt zwar gerade und die Fische haben sofort gebissen. Wirklich tippitoppi. Ich sag mal, ich bin zufrieden, ne? Der nächste Fisch ist online. Der nächste Fisch ist online. Läuft! Das ist mein Durchlaufblinker. 5 Gramm. Ich schreibe das immer oben drauf. Sieht man da. So sieht er aus. Bei dem ersten hatte ich eine andere Farbe. Da hatte ich was Weißes dran. Ja, mal gucken, ob noch ein paar kommen. Hier vorne gab es gerade den nächsten Biss. Der nächste Fisch auf den Lifter-Lur. Thank you.
Ja, und schön Lachs auf Lifterlure mit Kadaverspray. Läuft! Schöne Lachsforelle auf den Lifterlure, ungefähr 70 cm auftreibend, noch eine Bienenmade dran, Kadaveröl drauf. Ja, 70, 80 cm, vielleicht auch Meter auftreibend. Einfach reingeworfen, ja. Dann macht's piep, 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 piep. Und der Fisch ist da. Wunderbar. So sieht mein Köder aus. Darauf habe ich gerade die Lachsforelle gefangen. Das kann ich so wieder reinwerfen, also inklusive Bienenmade. Ich mache noch ein bisschen neues Kadaveröl drauf oder Kadaverspray und dann raus damit. Und ja, der Lifterlure sieht einwandfrei aus und die Bienenmade sieht auch noch gut aus. Läuft. Der neue Lifterlure ist ein schwimmendes, extrem haltbares Gummi, das ich sowohl bei der auftreibenden Montage als auch beim Schleppen und beim UL-Angeln einsetze. Das Gummi kommt etwa um den 1. Juli herum in verschiedenen Größen, verschiedenen Formen, verschiedenen Gerüchen und vielen, vielen Farben in die Läden. Zurzeit haben wir nur eine kleine Vorablieferung per Flugzeug bekommen. Die Lifterlure sind also bislang noch nicht käuflich zu erwerben, sondern erst ab 1. Juli. Die Packung wird dann, soweit ich weiß, 5,99 Euro kosten. Ich habe in diesem Fall das Gummi noch zusätzlich mit dem Lifter Booster Kadaver besprüht. Frühmorgens, wenn die Fische reinkommen, gehört der Omura Inline Maxi Durchlaufblinker in 5 Gramm zu meinen absoluten Favoriten. Der Durchlaufblinker ist recht groß und macht eine gewaltige Druckwelle. Das ist top, wenn die Fische reinkommen und noch keine rechte Orientierung haben. Wenn die Fische dann länger im Wasser sind, wechsle ich auf andere kleinere Spoons, Gummis, Paste oder auch Naturköder. Portionsforelle, schöne große Portionsforelle, ne? Also brauchen wir nicht drüber meckern. Auf den Durchlaufblinker in 5 Gramm Zeit. Und die Anfangsfische habe ich damit wirklich, also einfach mit einem schnellen Köder sozusagen, jetzt einfach mal versucht abzufischen. Ich habe hier, das ist eine ganz preiswerte Rute, das ist die Virus Power mit bis zu 8 Gramm Wurfgewicht, weil das Ding hier relativ schwer ist. Der wiegt 5 Gramm, ich benutze sonst häufig auch einen mit 7,5 Gramm. Ich habe eine Monofilschnur da drauf, eine 016er und eine Sirio Pro. Also das ist so ein relativ preiswertes Setup, ein bisschen kräftiger, damit man die Fische auch ganz zu Anfang ein bisschen rauszerren kann. Jetzt wechsle ich auf eine andere Rute, auf eine feinere Rute mit einer dünnen geflochtenen Schnur und werde da einfach mal ein Gummi dran machen und werde das mal einfach mit dem Gummi probieren. Leider war das der letzte Fisch. Ich wollte sowieso mittags fahren, aber es brach dann ein Katastrophenunwetter rein. Mit Sturmböen und richtig schlimmem Regen. Ich sitze hier bei diesen Aufnahmen unterm Schirm und kann kaum den Schirm festhalten. Am gegenüberliegenden Ufer sind Äste abgebrochen, es haben sich Schirme selbstständig gemacht. Es sind Getränkedosen und Zigarettenpackungen rübergekommen. Es war ein Unwetter. Hier geht's ab. Da drüben fliegt alles rein. Dosen tanzen auf dem Wasser. Ja, da ist an ordnungsgemäßes Angeln nicht zu denken. Die Kamera habe ich hier abgestellt. Bin hier unten am Schirm. Ja, da kann man nichts machen. Ja, hier war gerade richtig Katastrophenwetter. Also kann man ja nur sagen, es war wirklich Sturmstärke, Wind, es kam richtig Wasser runter. Drüben auf der anderen Seite sind jede Menge Äste abgebrochen, die sind jetzt alle hier rübergetrieben. Es ist kaum noch richtig möglich, vernünftig zu angeln. Es war wirklich hier Oberkatastrophe. Das gibt es eben einfach manchmal. Das ist Natur. Ich wollte ja sowieso nur bis Mittag angeln. Wir haben es jetzt ungefähr 11 Uhr, also ich habe nicht so wahnsinnig lange geangelt.
ich werde jetzt hier abbrechen, weil ich auch noch ein paar Stunden nach Hause fahre und werde meine Sachen einsammeln. Es sind diversen Leuten sind Sachen hier ins Wasser geflogen. Ich zeige das gleich nochmal eben hier vorne. Hier sind also von Cola und Bierdosen bis hin zu Zigarettenschachteln und so weiter liegt hier vorne alles voll. Im Wasser ist wirklich echt unglaublich. Schirme sind ins Wasser geflogen, alles Mögliche. Hier war eine richtige Katastrophe. Wenn man solche Veranstaltungen hat und es werden morgens Fische besetzt, dann lohnt es sich, einen schnellen Köder zu nehmen. Und sowas wie ein Durchlaufblinker ist bei sowas eigentlich ideal. So die erste Stunde benutze ich dann wirklich gerne einen Durchlaufblinker, einen großen Durchlaufblinker, der eine starke Druckwelle macht. Das ist ein schneller Köder und der verführt viele, viele Fische dann zu Anfang. Da habe ich heute Morgen ja welche drauf gefangen. Im weiteren Laufe der Zeit kann man da was anderes machen. Ich bin dann hinterher übergewechselt zu einer Gummimontage, habe also ganz normal einfach ein Gummi dran gemacht, aber meine Gummis waren zu groß. Der Teich hier ist ja relativ groß und ich wollte eigentlich relativ weit auch raus. Ich habe zwei richtige Attacken bekommen und habe die Fische auch kurz gedrillt. Aber ich habe den großen Pongo dran gehabt. Das war das eine Mal. Und das zweite Mal hatte ich den großen Hero drauf in 70 mm. Und ich denke, dass das Portionsforellen dann waren und denen war der Köder zu groß. Die haben den gar nicht ins Maul richtig gekriegt. Und Lachsforellen hatte ich darauf nicht. Und die haben das eben dann genommen, haben wirklich, ich habe die richtig ziehen lassen, Attacke, dann 21, 22, 23, die haben richtig 1-2 Meter Schnur genommen, aber die ist trotzdem nicht ordentlich im Maul gehabt. Mit einem kleineren Köder wäre ich nicht weit genug rausgekommen. Ich habe es dann nochmal umgebaut und habe dann nochmal mit einer Posenmontage und Gummi das probiert. Darauf habe ich aber keine Bisse bekommen. Da habe ich neulich jetzt hier auch Fische drauf gefangen, aber da habe ich leider keine Bisse drauf bekommen. Ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und würde mich natürlich wie immer über ein Like und über ein Abo freuen und bis zum nächsten Donnerstag. Ich gehe mal davon aus, dass dann was von Lütjensee kommt. Da wollte ich jetzt nächste Woche hin und da wird es auch eine Forellensee-Vorstellung geben. Da gibt es einen neuen Betreiber und da wollte ich dann ein bisschen angeln und auch den Forellensee vorstellen. Bis dann. Auf jeden Fall wünsche ich euch jede Menge dicke Fische. Bis dann. Ciao.